Juans Büro. Naja, da. Das ist mein Büro, Juan. Ich sehe mich selbst als Killer im Hintergrund. Diese Stimme, ne? Diese Stimme. Ah, mein Lieblingsguerrero. Was ist der Einzigste? Willst du, dass ich dir die besten Supremos und Impro-Waffen mache? Dann brauchst du abgereichertes Uran. Zu deinem Glück lagert Castillo seine Vorräte bei den größten Kanonen auf der Insel, bei seinen Flugabwehranlagen. Wenn du etwas von diesem süßen Uran gefunden hast, kannst du es in mein Büro oder zu einem meiner Mitarbeiter bringen. Wenn du eine FND-Basis einnimmst, wird ein Mitglied vom Team Juan einziehen und dir Zugang zu meinem Inventar geben. Denk dran, gewisse Vorzüge sind an einen Rang geknüpft. Wenn Clara so freundlich ist, dich zu befördern, können wir dir bessere Ausrüstung geben. Halte einfach deine Pesos bereit. Auch in der Revolution gibt es nichts umsonst. Und ganz unter uns hier noch ein Guerilla-Geheimtipp. Hab ein bisschen Spaß, verdammt nochmal. Stirb mit einem Lächeln im Gesicht. Den Spaß haben wir schon seit Anfang an, würde ich sagen. Vorherrschaft. Jaranische Geschichte, Rang 3. Zeit für ein Superhelden-Team, Danny. Meine Impro-Waffen und deine Fähigkeiten. Du willst mehr Spielzeug? Bring mir mehr abgereichertes Uran von den Flugabwehranlagen. Dann kannst du dich mit meinen Supremos und Impro-Waffen austoben. Denk dran, steig im Rang auf, dann habe ich noch mehr für dich auf Lager. Ich bin gespannt. So, hier kann man nichts annehmen. Hier kann man nur zurückgehen. Sie kommen immer wieder. Das heißt, ich kann es erst machen, wenn ich Rang 3 bin. Aber wir sind ja eigentlich ganz kurz davor, oder? So, na gut. Wartet mal, ich sehe gerade kurz was. Ich muss mal ganz kurz raustippen. So, mal kurz das Logo ein bisschen nach unten verschoben, dann seht ihr wenigstens die Aufgabe. Seht ihr an, was Juan auf Lager hat. Juan. Juans Waffen erwerben. Abgereichertes Uran, 250 haben wir. 100 brauchen wir. Giftanschlag. Verrücktes Feuer. Erzeuge einen gigantischen explosiven Ring, der deine Gegner rüstet und drücke in der Luft auf Springen, um dich nach vorne zu katapultieren. Stifte Chaos, indem du Giftgas über das Schlachtfeld schießt, durch das sich deine Gegner gegenseitig angreifen. Oh, auch sehr nice. Der Impuls. Stoße einen Impuls aus, der Gegner umwirft, Sicherheitssystem ausschaltet und dich Fahrzeuge kapern lässt. Okay. Impro-Waffen. Das sieht wie ein Revolver aus. Das sind Feuerlöscher, oder? El Besita, El Susoro. Das sieht aus wie eine Nagelpistole. Nägel werden mit Standarddruck verschossen. Der Giftgaswolke, wenn ihr das Visier geziert. Oh ja, die Waldfee. Also 250 hätten wir. 100 kostet das. Das wären 700. Ich hätte aber gerne erzählen. Das klingt doch nicht schlecht. Und. So. Und jetzt können wir uns natürlich wieder nicht entscheiden, weil es kostet wieder einen Haufen Kohle, ne? Furio, Verteidigung Supremo. So, das können wir dann dementsprechend im Arsenal. Und dann hier. Obwohl, den würde ich schon gerne erstmal in Action erleben, bevor ich die anderen mache. Den haben wir ja nicht wirklich in Action erlebt. Wir sind einmal aus Versehen drauf gekommen, das war's, ne? So, was ist das hier? Juans Waffen. Juan. Kann auch so abgeschlossen. Ja, sehr schön. Gib mir XP. Was ist das hier? Elektrizität und eine Bombe ist doch nie gut, oder? Sprich mit Lara. Ich kann mir. Okay. Wir haben mal ein Briefchen. Juans Tagebuch, Supremo, erster Teil. Es erschien mir in einem Fiebertraum. Ich erinnere mich noch nicht einmal, in welchem Land ich mich befand, welchen Krieg ich kämpfte. Nichts davon hatte Bedeutung angesichts dieser Idee. Supremos, ein Blitz vom Gott des Chaos und der dummen Einfälle. Jo. Juan, ich komme später wieder. Juan. Hier ist noch irgendwas zum Einsammeln, das nehme ich mit.
Und dann muss ich recht machen zu Clara. So, also das Orangene, was ihr jetzt zwischen den zwei Logos seht, ist quasi die Aufgabe und drunter immer so ein, als würde ich mit mir selber reden, Text. Da steht, ich kann mit ihr reden, um mich Libertad anzuschließen. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob man sowas noch schreiben muss eigentlich. So, abgereichertes Uran. Gibt's hier noch irgendwas? Leute, hier gibt's noch was zu sammeln. Eben mir mit dem Let's Play durchsehen, dann habe ich diesen komischen Akzent dann da auch drauf. Diese Juan und Chilberders und Javiva Lachlassa. Gut. Auf der Karte ist hier noch irgendwas. Auf der Karte. Ich weiß nicht, was das sein soll. Oh, guck mal hier, die Bedeutung, oder? Wenn wir jetzt noch die Sprache könnten. Wir stehen genau. Okay, hier drüber. Komme ich hier hoch zufällig? Ach, ich kann ja nicht springen. Uno momento, aber halt, stopp. Uno momento. Das ist alles immer so versteckt, ey. Jetzt muss ich wieder umsonst da runterspringen. Also gut, umsonst war es ja jetzt nicht, aber... Ne, ihr wisst schon, was ich meine. So. Juans Büro. Na ja. Ne, das ist es nicht. Hier muss ich hin. Hundemarke. Talisman. Sehr schön. Lesen. Zerknüllter Brief an einen alten Freund. Du hast uns in Honduras ordentlich gefickt. Das gefällt. Was? Das gefällt mir an einem Mann. Nimm dieses Zeichen meiner Zuneigung. Eines Tages nehme ich es deiner Leiche ab. W. Huntley. Das Messgerät hier oder was? I don't know. I don't know. Gut, wir suchen Clara. 92 Metern. Wenn wir sagen, wo klar ist. Hier bestimmt klar. Ja, hier wieder raus. Gut, dann haben wir das auch. Generators hatten wir schon, ne? Das ist schon geil gemacht. Oh, das ist schon. Ah. Klares Kommandozentrale. Selbst jetzt hier in der Abenddämmerung. Das sieht so geil aus. Sobald du wieder in Santuario bist, suchst du überall nach Waffen, Munition und neuen Anhängern. Castillo ist überrascht. Das sollte so bleiben. Willkommen bei Libertad, Dani. Ich könnte jederzeit wieder gehen, aber ich bleib erstmal. Inspirierend. Befreien wir Yara. Jetzt kommen wir zu der Rest der Karte. Hololulu. Honolulu. Castillo kontrolliert ganz Yara mit Soldados, Sklaven und Blut. Die Hauptstadt ist eine Hochburg. Nehmen wir Esperanza ein, ist Yara frei. Am leichtesten können wir Castillo schwächen, indem wir viele FND-Stützpunkte und Kontrollpunkte angreifen. Aber das Wichtigste ist, Esperanza zu umstellen und Castillo in seinem Käfig festzusetzen. Das heißt gezielte Operationen, die Revolution vereinen und Libertad stärker machen. Dafür musst du es schaffen, dass sich drei Gruppen bei Libertad anschließen. Jede dieser Gruppen führt Krieg gegen einen anderen Teil von Castillos Imperium, welches von seinem inneren Kreis kontrolliert wird. In El Este beuten Eindringlinge wie McKay Global unsere Ressourcen aus und Admiral Benitez verteidigt Castillos Giftproduktion. Aber die Legenden von 67 können uns helfen, das Blatt zu wenden. Sie verstecken sich im Dschungel rund um die höchsten Berge Yaras. Ihr bester Guerillero El Tigre wartet nur darauf, dass du sie überzeugst, sich uns anzuschließen. Dann wäre da noch Valle de Oro. Es ist nicht nur das Zugpferd von Castillos Viviro-Operation, sondern auch von seiner Propagandamaschinerie. Geführt von seiner Kulturministerin Maria Marquesa. Aber ich habe ein paar alte Freunde, die unsere Gegenpropaganda organisieren können. Maximas Matanzas. Sie waren die Stimme des Protests und können Yaras Dissidenten motivieren, für Libertad zu kämpfen. Sie sind abgetaucht und wurden zuletzt in einem Fort in Balaceras gesehen. Wir müssen sie vor Castillos Truppen finden. In Madrugada hat Castillos Neffe José das Sagen. Ein Sklaventreiber, der Parias zwingt, diesen vergifteten Viviro-Tabak anzubauen.
Aber die Montero-Familie führt Krieg gegen José. Sie hassen Besucher, aber ich habe von einem gewissen Mechaniker gehört, der eine Werkstatt in Costa del Mar hat. Er heißt Filibach Saga und ist sozusagen ihr Türsteher. Wenn ich du wäre, würde ich in Madrugada anfangen. Wir holen uns mit Hilfe der Monteros den Tabak zurück und drehen Castillos Viviro den Hahn ab. Du musst nur diesen Mechaniker Fili finden. Währenddessen bleibe ich hier und führe gezielte Schläge gegen Castillo in ganz Yara aus. Und ich soll all diese Fraktion dazu bringen, sich Libertad anzuschließen. Wie? Ganz einfach. Hilf ihnen. So gut du kannst. Das klingt nach einer Menge Spaß, muss man sagen. Klingt nach einer Menge Spaß. Schicke ich den ganzen Trupp, ist es eine Invasion. Schicke ich einen Speer, meine ich nicht ernst. Mit dir kriegen sie meinen besten Guerillero ohne Politik und so. Hilf uns. Libertad nimmt die Hauptstadt. Wir schlitzen Antons Kehle auf, trinken sein Blut und so weiter. Dani muss an die Luft. Viva Libertad, Jefa. Ja, ja. Ich bin nicht klar, das beste Guerillero. Das bist du. Du hörst nicht zu. Dann übersetzt es mir, Juan. Der Akzent. Clara versucht es zu verbergen, aber sie stammt aus einer reichen Familie wahrer Yaraner. Sie kann schießen, bluten und trinken mit uns, wie sie will. Aber den Gestank der Oberschicht wird man nicht los. Was hat das mit mir zu tun? Du bist eine Weise, Dani. Arm, aus der Gosse. Wenn sie dich sehen, sehen sie keine Politik. Sie sehen, dass sie keine Ausrede haben. Sie benutzt mich. Sie. Und umgekehrt benutzt du sie auch. Willst du Anton töten? Ja. Willst du Yara befreien? Klar willst du. Aber das hier kann Clara nicht sagen. Doch wir beide wissen es. Du willst das. Du bist Guerriero. Für uns bedeutet der Stift in der Hose bei einem Hinterhalt und der beißende Gestank von Schwefel in der Nase. Das ist... Spaß. Keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Oh, ob das wirklich so ist? Ach, Leute. Leute, was machen wir hier? Was machen wir hier bloß? Einsatz abgeschlossen. Die Guerilla. Ach, das sieht so cool aus. Triff Maximas Matanzas. So, hier haben wir wieder was zum Einsammeln. Ein Treffen mit den Legenden. Ach, Legende, du. Ach, du Legende. Ein Treffen mit den Don Monteros. Ah, jetzt kommen die ganzen Inseln, okay. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Extra Inhalte jetzt verfügbar. All deine zusätzlichen und gekauften Inhalte sind nun dein. Schau dir das Arsenal, die Amigos und die Fortbewegungsmittel an, um deine neuen Inhalte einzusehen. Ich habe ja noch gar keine neuen Amigos. Das kommt erst noch, den Hund. Aber da müssen wir wieder abwarten. Das ist ganz dumm gemacht. Nach der Widerrufsfrist kriegt man erst den ganzen Vorbestellerbonus-Zeug. Wie den Hund zum Beispiel. Und auch diesen CD-Dingsbumserver da, ne? So, warte mal, hier, ich wollte was ganz gucken. Wir hatten hier noch doch eine andere Waffe, oder? Fall MS-16. Nehmen die mal. Scheint auch als Stufe 1 gerade mal zu sein, ne? Und ich hier nicht? Kann man hier nichts tun? Okay. Die kann man nicht, weil als Primärwaffe 2 ausgestattet. Alles klar. So, dann nimmst du das. Für ein bisschen Spaß, muss sein. Eine andere Pistole haben wir noch nicht. Scharfschützengewehr belassen wir natürlich. Sehr schön. Den Helm, den kannst du wegnehmen, oder? Schützt deine Augen vor Gift. Ja, komm, dann lassen wir das mal. Da hinten müssen wir hin. Du hast ein paar Farbkorb jetzt zu halten. Besuche den Shop, um zu sehen, was du dir alles dafür kaufen kannst. Das sind die, die wir da alles schon eingelöst haben. 3000 Pesos. Hör damit. So, ich hätte gern ein Boot. Wer bist du? Hier. Gibt's hier ein Boot? Wasserfahrzeug.
Es gibt ein Boot. Rufen. Let's go. Da. Das erste Mal, dass wir jetzt hier in dem Spiel mit Boot fahren. Oh, hier, hä? Geschützt wollen wir nicht. Wir wollen uns hier hinsetzen. Nee, stimmt nicht. Wir sind ja auf unserer mit der Schrottlaube ein Stück Boot gefahren. Oh, jetzt mal erst die erste richtige Strecke, ne? Wenn wir ganz kurz trotzdem mal jetzt auf der Map gucken. Okay. Ja, wir sind jetzt hier und versuchen dahin zu kommen, ne? Dann let's go. Spezialausbildung und ihre schwere Bewaffnung. Klugscheißer. Aber ja, du wurdest gewarnt. Sind es aber nicht alles feindliche Boote, oder? Naja. Oh, Zeit vom Draht. Ganz kurz auf die Map gucken. Wenn ich jetzt hier fahre, haben wir ganz schön viel. Ne, wir biegen mal ab. Von außen rum. Wir sind immer wieder zu viel über Land. Ich genieße mal wieder eine kleine Bootsfahrt. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Das mit den Wolken, ne? Und das Wasser. Nice gemacht, nice gemacht. Madrugada. La Madrugada. Costa del Mar. Das ist, glaube ich, auch falsch. Wir müssen, glaube ich, noch weiter, oder? Ja, wir müssen noch weiter. Nach wem soll ich in Madrugada nochmal Ausschau halten? Nach Carlos Montero, dem Anführer einer Gruppe von Bauern, die ihr Land von der Armee zurückholen wollen. Aber er wird sich nie mit dir treffen. Warum nicht? Er ist eher, was du Oldschool nennen würdest. Er mag keine Fremden und vertraut nur seiner Familie. Na toll. Keine Sorge, Willi kann dir helfen. Er ist eine Eintrittskarte. Er ist in seinem Laden in der Nähe vom Flugplatz Martinez. Oh, es wird aber nichts geschenkt. Nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Suerte. Was macht ihr da? Yoga oder was? Oh Gott. Oh mein Gott. So, noch gut 800 Meter. Was geht hier ab, Leute? Hallöchen. Ich wollte das mal einsammeln hier. Jetzt wachen die Oluwas über mich. Oh, Level 2. Gloria al Padre, al Hijo y al Jalico, Lolachta, Loso Banda. Ich kann eure Sprache gar nach. Okay, wir müssen hier auf die Straße. Da ist aber anscheinend ein feindlicher. Nee, das war falsch. Ein feindlicher Posten. Da guckt man noch die Granate so schön an, ne? Halleluja. Oh komm, du schaffst du fertig, komm. Ah super, hast du gut gemacht. So und ich. Reit mal. Bewegung. Bewegung. Eine jede beliebige Pferdeübergabestelle? Das ist eine beliebige Pferdeübergabestelle. Okay. Komm schon. Vamos. Vamos, amigos. Ganz ruhig. Ruhe. Was? Los. Vamos, amigos. Ach du Kacke, was ist das denn? Hey, Clara. Hast du eine Ahnung, wieso das Militär eine Wetterstation besetzt? Du bist im Westen, oder? Darüber habe ich mich auch schon gewundert. Such uns einen Computer. Wir werden schon rausfinden, was die da machen. Okay, ich sehe mich mal um. War das da hinten ein Scharfschütze?
leuchtet doch was auf. Oh komm, Jolly Jumper, jetzt nicht. Ich mag die auch. Da? Da leuchtet doch was auf. Lass mal sehen, was du willst. Das gucken wir uns jetzt an. Falsche Waffe. Ach stimmt ja, die Angel haben wir ja als Belohnung gekriegt, ne? Okay, hier gibt's auch Hunde. Ich komme jetzt hier nicht hoch, ne? Wissen, was da oben ist, ey. So eine Art Reflexion war das, ne? Was wir gesehen haben. Aber ich sehe hier nichts. Wer weiß. Gut, aber wir haben mal einen besseren Überblick hier. Wenn diese Tiere ausbrechen, bricht wahrscheinlich Chaos aus. Wenn diese Tiere ausbrechen. Okay. Panzerbrechende Munition. Für den Turm jemand. Negativ. Können nicht gescannt werden. Ich will nicht scannen. Mir reicht das dann schon, wenn ich sehe, da ein Helikopter mit Bewaffnung ist. Freue ich mich schon. Gut, so viele sehe ich jetzt hier gerade gar nicht, ne? Läuft noch einer? Ja, versuchen wir es still und leise oder versuchen wir von hier aus, ob wir das Ding da aufregen? Ist es jetzt frei? Ja, es ist tatsächlich frei. Aber anscheinend gleich wieder getötet worden. Okay, Sanitäter. Jetzt laufen sie ein bisschen panisch rum, ne? Alarmturm. Habe ich jetzt keinen gesehen. Na gut. Ich sag mal so. No risk, no fun. Jetzt ganz vorsichtig. Aber jetzt. Jetzt ganz vorsichtig. Wie man mit dem Ding landet. Och ja, wie gehe ich, komme ich wieder runter? Oh. Okay. Flugabwehr ist natürlich kacke, ne? Wie lande ich das Ding? Sinken. Okay, ich werde aussteigen. Ja, gut, das ging schneller als gedacht. Ich glaube, der ist mit Joystick. Oh, hier sind wir. Das ist, glaube ich, mit Joystick besser, ne? Ja, gut, es war ein Versuch wert. Für die erste Fluchstunde war es jetzt nicht schlecht. Aber ich muss mich verarschen. Wir sind jetzt hier mitten im Minenfeld gelandet.
Da hinten müssen wir hin. Ja, ich freue mich, hier ist noch ein bisschen Platz. So. Komm, das befreien wir jetzt. Was soll's? So, unsere Primo auf dem Rücken, ne? Die sollten wir auch mal einsetzen. Komm, schwimm um dein Leben. Als gäbe es keinen anderen Supremo mehr. Ich glaube, langsam kannst du auch laufen, hä? Muss mich verarschen. Komm, raus mit dir jetzt hier, ey, ehrlich. So, Ladies and Gentlemen. Das ist jetzt ein mega kleiner Schrank 3. Nimm die Waffe runter! Übertreib's nicht! Nö, ich übertreib's nicht, keine Angst. Lärm versprechen willst, ne? Ich muss hier gebückt gehen. Versucht ihn mir jetzt von hinten zu haschen. Nichts. Nichts. Absolut. Aber absolut nichts zu verlieren hier. Ja, schon sein Leben. So, Kollege. Du willst mich? Naja, doch. Viel Vergnügen, ey. Das ist ja gegrinst, wenn man das schon sieht. Da könnte man schon reinschießen wollen in dieses Werbeplakat. So, legen wir hier ab. Wir versuchen es jetzt mal stealth-mäßig. Guck mal, also. Die gehen hier in blöden Minen, ne? Das ist mies. Der muss uns auch sehen, ne? Und so viel wird geballert, ey. Alter, ey, das war doch immer so einfach mal zu infiltrieren, ne? So hell, ich sehe gar nichts, ne? Ich schieß gerade einfach mal auf so ein paar Umrandungen. Nachladen. Oh. Sanitäter! Alter, nein, du bist tot. Ich muss weg. Ich muss jetzt mal heilen hier. Ja, brich dir mal die Finger, ey. Let's go, ihr Supremo! Vámonos, amigos! So, sehen Sie mal, komm. So, Sanitäter ist tot. So, und der füllt sich jetzt schneller auf, wenn ich das richtig verstanden habe. Interagieren. Mach mal. Ja. Wenn ich jetzt hier Soldaten töte, tut sich der Supremo schneller aufladen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist das? Umschalten. Ah, dafür braucht man den Sprüher. Alles klar. Jetzt da oben. Da runter, Junge. Super, so Primo, lade ich mal schneller auf. Danny, feindliche Verstärkung nähert sich auf der Straße. Ja. Oh, ich bin hier falsch, ey, ehrlich. Das ist manchmal auch so übel, ne? Danny, feindliche Verstärkung im Anmarsch. Es ist schön, dass sie mir das alles sagt. Helfen tust du mir aber nicht wirklich, ne? Guck mal, sieht so aus. Na endlich! Hey,
Schlag nach. Jetzt hier sich halt wie so eine Schildkröte, ey. Ich sehe nichts. Was ist denn ein Download? Wo ist denn der Download? Was denn für ein Download? Ja, auf der Straße kann er sich das sammeln, wie er will, ey. Was ist da vor? Das ist ja eine Krankenstation hier, hä? An einem PC, ne? Ich wüsste, wo die sind. Das hat mir was auch mal angezeigt. Ich sehe aber keinen, ne? Ja, guck dir das mal von oben an, ich auch. Alter, kannst du mal in Deckung gehen? Wir verlieren ihn wieder. Ich hätte ja mal einen Helikopter oder so. Yes, eiskalt ausgenuckt. So. Wer kommt von der Seite? Was soll der Geiz? Okay. Oder? Den holen wir uns. Schon interessant, ne? Selbst wenn die mit Verstärkung hier anrücken. Was ist im Auto? Renn in die Verteidigung. Müsst ja ringsrum gehen, oder? Gut, hier sind die Dingern. Die sind unendlich, ne? Bist du Freund oder Freund? Freund. Das muss ich denn hier aber jetzt eigentlich machen? Ich verstehe es immer. Irgendwas mit dem Download war, das habe ich gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wo der Download war. Das ist mein Hauptproblem gerade ein bisschen. Hier war der. So. Terminado. Ist er immer noch nicht. Oh, war doch ein Zivilist. Sieht aber wie diese Daten aus, ne?
reagieren kann ich ja nicht mehr. Das ist auch immer noch ein roter Punkt. Goddammit. Irgendwie Gas haben die hier wieder verstreut, ne? Ey, da lief einer rum, komm, rette mich. Ja, jetzt burn ich auch noch. Lul. Brandgranaten oder so. Ja. Aufgrund des Feuers sind wir gerade gestorben. Danke dafür. Bin bloß noch nicht dahinter gestiegen, was wir da eigentlich so wirklich machen sollen, ne? Weil es so schön war, das Ganze jetzt nochmal. Lass das hier nicht runterkriegen. Hier muss ich vorsichtig sein. Stehen zwei. Und da ist einer, den Römer setzt. Ich auch. Ach ja. Na los, Beeilung! Ich mach das. Ich auch. Was geht's jetzt? Schieß mir nicht in den PC. Ja, können Sie doch. Wofür ist der? Schlüssel gerade zum Bunker, okay. Soldados rücken auf der Straße in deine Richtung vor. Ich gebe mir Mühe. Wenn Würmer heißt Helikopter. Ja, komm. Scheiße! Ja, schön. Vom Himmel geholt. So muss das sein. So. Dani, feindliche Verstärkung ist auf dem Weg zu dir. Grün. Die Test abgeschlossen. Noch deine? Er macht die Fliege! Typischer Sniper hier mit seiner Rauchbombe. Man kommt trotzdem nicht, ne? Ja, ich hab dich schon längst gefunden. Deswegen schieße ich auch auf dich. Du Pfeife. Ich höre da auf. Achtung, Soldados rücken auf der Straße in deine Richtung vor. Das war ein Tiefschuss. Gut. Wie geht das Spiel jetzt? Thank you.
Schon mal einen Überblick beschaffen. Oh Gott, wie hoch geht denn das hier? Ich hab Höhenangst. Ich sehe keinen. Das ist doch mein Hauptproblem hier. Ja, ich weiß auch, dass ich da bin. Aber wo seid ihr? Da. Sehr schön. Macheten-Takedown. Geschafft!